Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde Feed the Beast Inventions. Wir kümmern uns gerade wieder um Raycraft und da müssen wir hier so verschiedene Lava-Pools auch abpumpen. Und damit wollen wir hier gerade mal beginnen bei dem hier. Wir holen uns mal hier aus meinem grünen Putsch so ein bisschen hier eine Pumpe raus und holen uns da so ein paar Tanks raus und Tesseract. Habe ich noch einen? Ne, ich habe zwei. Gut. Zwei Stück brauchen wir nämlich auch. So, jetzt ist immer das Problem, ich setze die Dinger mal verkehrt rum. Und zwar muss man die immer, ich glaube, so rumsetzen. Ja. So, die fängt schon an jetzt hier zu... Oh, da ist ein falscher dazwischen. Achso, nee, ist richtig. So, die fängt schon an zu pumpen, weil da ist nämlich noch Strom drin vom letzten Mal. So, wir machen mal hier... Hier oben den Tesseract hin. Jetzt suchen wir uns hier mal Stromkabel. Die habe ich, glaube ich, auch in dem Rucksack drin. Da sind sie. So, die hauen wir uns mal dahin. Und die Stromkabel, die schließen wir jetzt mal unten an. So und so. Und jetzt müsste das Ganze gleich richtig gut laufen. So. Der fängt jetzt schon an zu pumpen. Und hier hinten die Tunnelbohrmaschine habe ich schon wieder aufgestellt. Die war das letzte Mal ja kaputt gegangen. Das habe ich schon wieder geregelt. So, ich mache hier mal kurz mir einen Durchgang, dass ich hier vorbeikomme. So, und dann hier hoch. Auch hier ist ein riesiger Lavasee. Und da müssen wir wieder gucken. Wir brauchen so eine Pumpe. Ich hatte doch zwei Pumpen. Ach, da ist die Pumpe. Und da muss man immer auf der entgegengesetzten Seite stehen. Mach das mal so. Ja, guck, jetzt hat es sich nämlich falsch gesetzt. Und ich habe keinen Schraubenschlüssel dabei. Vielleicht geht es auch mit dem. Auch mit dem. Ah, super, geht auch mit dem. Gut, pass auf, dann drehen wir es nämlich jetzt einfach mal so. Und dann machen wir hier. Einmal das weg und dann setzen wir hier ein Kabel hin. So, und schon ist nämlich der Platz belegt. Wir machen hier einen Tesseract hin. Und wir machen hier zwei Tanks drauf. Da unten, der ist natürlich kacke, da ist nämlich ein bisschen Wasser drin. So. Und das Ganze müsste jetzt eigentlich schon laufen. Wir machen hier Strom und Items oder Holzkohle und... Ja, wir machen so. Okay. So. Und schon geht das Ganze los. Oh, wir haben bei dem anderen vergessen, den Strom einzuschalten. Das ist natürlich eine blöde Sache. Da hatten wir gar nicht ausgewählt, welche Stromversorgung wir haben wollen. So, wir hätten natürlich gerne hier Strom und Kohle. Und gib ihm. Kann sein, dass die Pumpe nicht ganz so gebufft ist. Ja, guck, die ist nicht so gebufft. Die hat hier nur so ein paar Upgrades. Die könnte man noch ein bisschen buffen. Also beschleunigen und so. Wenn ich das hier richtig sehe, müssen wir das auch machen, weil der Pool nämlich ziemlich groß ist. Ich mache noch einen Tank oben drauf. So, wir gucken nochmal hier hinten, wie es da aussieht. Das ist alles weggesaugt. Hervorragend. Und ein bisschen Öl hat sie auch gefunden. Ja, super. Dann können wir die weiterlaufen lassen. Und zwar muss ich mich so hinstellen. So, die kriegt jetzt erstmal wieder ihre Ausstattung hier. So, dann kann sie weiterfahren. Und wir holen uns hier oben unsere Technik wieder. So, die kann laufen und wir gehen zurück. Das hier müssen wir eigentlich müssen wir gleich mitnehmen, weil das ist nämlich ganz wichtig. Es ist nämlich, geht uns nämlich der Strom aus. So. Die müssen wir jetzt noch so ein bisschen... Ach
Setzen wir noch einen Tank dazwischen. Oh, da war noch ein bisschen Öl drin. Oh, das ist natürlich jetzt doof. So, wo ist der Tank, der nicht ganz voll war? Das ist der hier. Gut, pass auf, dann hauen wir den mal da drauf. Wir holen mal die Erweiterungen und wir werden mal die anderen Tanks leer machen. Hier ist noch ein bisschen Delorium. Und hier hoch. So, was hauen wir denn mal raus? Wir wollten raushauen. Oh, wir... Das hier kommt raus, das kommt raus. Wir wollten die Tanks leer machen. Das können wir gar nicht hier auf der Seite. Da müssen wir auf die andere Seite rübergehen. Und wir wollten die Buffs holen. Die müssen wir auch auf der anderen Seite holen. Die Erweiterungen für unsere Pumpen. Vielleicht holen wir uns sogar gleich noch eine Pumpe. Guck, ob ich hier noch eine drin habe. Hm, eine Pumpe. Hier einen Tesseract können wir schon mal mitnehmen. Und eine Pumpe. Ist jetzt hier keine. Wir haben vielleicht eine im System. Eine ist noch im System. Das ist schon mal gut. Und dann brauchen wir die Erweiterung. Und zwar brauchen wir von jeder Sorte welche. Gut. Dann gehen wir mal kurz hier oben zu unserer Pumpstation. So, hier ist ein bisschen Wasser drin. Hier ist Lava drin. Da ist Lava drin. Das weiß ich nicht, ob da was drin ist. Ah, ich setz mal hin. So. Wir gucken mal durch. Da ist, glaube ich, was drin. Genau. Könnte sein, dass hier unser System auch voll ist. Dass wir hier schon so viel Lava drin haben. 32 Kilo sieht mir so aus, ob es voll wäre. Würde ich fast vorschlagen, dass wir hier für Lava... Machen wir vielleicht noch eine Festplatte rein und für Wasser machen wir auch noch eine Festplatte rein. So, 64k. So, Entschuldigung. 64k. Und zwar Flüssigkeitsspeicher. Das ist der normale. Wir wollen Flüssigkeitsspeicher haben. Wir lassen gleich mal 10 Stück machen. Wenn wir immer auf dem System durch welche auf Lager haben. Das dauert natürlich jetzt einen Moment. Und während das jetzt da läuft. Mal hier die Schlacke müsste aber eigentlich weggehen. Da müsste doch noch Platz in den Festplatten drin sein. So, Speicherzellen. Hier haben wir Flüssigkeitsspeicher, 7 Stück schon. Dann nehmen wir die mal raus. Was wir natürlich noch brauchen, sind Eimer. Und zwar einmal einen Eimer mit Lava. Einen Eimer mit Wasser. Ich muss dafür jetzt immer irgendwas rausschmeißen. Hier unten, das ist so eine Sache. Die Fackeln können wir uns gleich wiederholen. Und ich hätte gern einmal was mit Schlacke. Da ist die Schlacke. Die tun wir mal. Da kommen wir auch mal noch eine Fackel weg. So. Alles gut. Dann machen wir hier mal die erste rein. Da kommt jetzt Lava da rein. So. Ich müsste eigentlich mein Inventar gerade mal so ein bisschen leer machen, damit ich da einen Überblick habe. Was ist hier drin? So. Wir hauen erstmal ganz kurz raus, was jetzt nicht zu dem Dings dazu gehört. Holen wir uns gleich wieder. Sonst verliere ich nämlich hier den Überblick. So, Lava, Schlacke, Wasser. So. Das ist die Lava-Festplatte. Jetzt legen wir uns die hier rein, das ist die Schlacke-Festplatte. Jetzt legen wir uns die nächste rein, das ist dann die Wasser-Festplatte. Huch, das ist die Festplatte. So, Festplatte rein und Wasser. So, das ist die Wasser-Festplatte. Super Sache. Und jetzt würde ich eigentlich gerne hier
den Festplatten noch Namen geben. Es kostet aber Erfahrung. 64k Schlag, Lava. So. Und da ist jetzt das Problem, ich habe keine Erfahrungspunkte gerade. Dann müssen wir uns welche holen. Die sind hier unten drin. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt gerade keinen. Warte mal, wie habe ich das denn gemacht immer? Wie habe ich das denn immer gemacht? Das Zapfahren? Nee, das ist irgendwie. Wie heißt das denn? Wie heißt das denn? Warte mal, das ist drüben auf einer anderen Basis, ist das installiert. Holen wir uns vielleicht von da. So, hier ist doch. Da ist es doch. Dusche oder so irgendwie heißt es. Da steht so ein Ding. XP-Dusche. Eigentlich ganz leicht. Nehmen wir uns die doch mal mit. Und wir holen uns so einen Tank hier draußen. Die scheinen alle leer zu sein. So, wir nehmen uns mal den Tank hier. Da ist nicht so viel drin, aber das müsste eigentlich ausreichen. Den hauen wir uns jetzt mal irgendwo an eine freie Wand. Zum Beispiel hier. Dann holen wir uns die XP-Dusche. Das ist zu viel schon. Dankeschön. Danke. Danke, danke. Wir gehen nochmal hier hin und machen hier nochmal Fertigungsspeicher. Wir machen hier mal 64k Lava draus. Wir machen hier 64k Schlacke draus. Und wir machen hier 64k Wasser. Und eigentlich könnten wir hier auch schon. Wir machen das mal so. Wir machen hier nochmal Wasser. Und nochmal Lava. Gut. Müssen wir das nur noch einstellen. Wir gehen nochmal hier zur Zellenwerkbank. Legen diese Festplatte hier rein. Machen da noch eine Lava rein. Und hier unten Festplatte legen wir ein und machen da ein Wasser rein. Jetzt ist die festgelegt auf Wasser. Die nimmt nur Wasser an. So, und eine haben wir unten frei. Jetzt suchen wir uns hier einen freien Platz. Hier sind, glaube ich, sowieso. Ne, hier sind keine Flüssigkeitsdinger drin. Aber dann machen wir es einfach hier oben. So, legen wir rein. Jetzt ist wieder Platz. Und wir können wieder Sachen speichern. Werden auch hier neben die Tanks geleert. Und was wir auch reinhauen, ist das da. Und hier den Stein, den Andesitstein, brauchen wir auch nicht. Die Tanks sind leer. Die können wir wieder mitnehmen. Und wir gucken mal, da ist noch was drin, aber das brauchen wir für hier unten. So, den Tank mit den XPs, die hauen wir wieder hier rein. Wir machen wieder das XP-Gitter oben drauf. Und tun unsere XPs wieder abpumpen lassen. Muss mir das nur mit dieser Dusche, muss ich noch irgendwie schön verbauen, dass man das immer wieder zwischendurch benutzen kann. Das ist irgendwie gerade noch nicht so richtig vorgesehen bei mir. So, was wir jetzt noch machen müssen, wir müssen kurz nochmal zur anderen Base gehen. Und hier die Dusche wieder festmachen, denn die brauchen wir nämlich zwischendurch schon mal hier.
So, das hätten wir gemacht. Und ich habe 5 Tanks. Wir gucken mal, ob hier noch Tanks da sind. Denn die Tanks, da können wir eigentlich ein paar mehr von uns einstecken. Die heißen resonante irgendwie Tanks. Reso. Siehst du, hier sind nämlich ganz viele. So, die können wir da zuhauen, aber 18 Schuss. Nee, doch, war richtig. So. Und dann können wir wieder zu unserer Tunnelbohrmaschine gehen. Falscher Weg. Wir müssen da lang. Okay. Ja, nicht wahr. Wir müssen hier nur runter. Tunnel 1 zur Tunnelbohrmaschine. Und wir haben die Buffs vergessen, gell? Ja, die haben wir jetzt in einer anderen Base vergessen. So ein Schrott. So ein schrottiger Schrott. Ich hab's vergessen, es wieder mitzunehmen, was wir ausgelagert hatten. Also doch nochmal ganz kurz hier durch dieses Tor. Hier hoch, noch eins höher. Da ist die Kiste. Das muss alles wieder mit. Irgendwas lag vorher schon hier drin. Ich hab's vergessen, was hier schon drin lag. Egal, komm. So. Kurz nach unten. So, hier hat sich nicht viel getan, aber das ist jetzt alles leer hier. Oh, da ist irgendein neues Material, das kenne ich noch gar nicht. Das gucke ich mir jetzt an. Was bist du denn? Shale Gas. Okay, wie wirst du abgebaut? So nicht. So auch nicht. Ist nicht abbaubar. Sieh mal einer, guck. So, wir gehen mal kurz hier an unsere Pumpe und werden die ein bisschen buffen. Wir legen hier erstmal rein. Ach, ich habe die falschen Erweiterungen mitgenommen. Sowas Doofes. So, das hätten wir mitgenommen und wir brauchen jetzt erstmal hier Fackeln, damit wir hier den ganzen Weg beleuchten können. Die Tunnelbohrmaschine ist da hinten schon am Horizont zu sehen, aber das ist wahrscheinlich ein ganzes Stück weit weg. So, hier kommt einer hin, da kommt da. Und dann müssen wir hier mal ein bisschen improvisieren. Warte, ich will ja auf jeden Fall den Abstand bewahren. Ja, es sieht gut aus. Irgendwo einmal haben wir uns verbaut, das macht aber nicht so viel aus. So, ich guck mal hier rein. Ihr seht, hier hat sich eine ganze Menge Zeugs angesammelt und wir müssen erstmal unser Inventar ein bisschen leer machen. So, und dafür gehen wir erstmal hier in den Putsch. Da legen wir mal rein. Das Zeug hier, das da, das da, das da. Die vollen Tanks können wir auch schon mal da reinlegen. Wo ist mein zweiter Rucksack? Da. So, im zweiten Rucksack, da ist auch eine ganze Menge Zeugs drin. Da hauen wir jetzt auch mal hier alles rein, was wir jetzt gerade nicht so brauchen. Das legen wir mal an die Seite. Die Schienen können wir vielleicht gleich ins System legen. Das mal raus. Hier, das kommt dahin. Mein Schwert ist nicht da, aber das ist nicht so schlimm. So, jetzt machen wir hier mal leer. Lass mal hier kurz noch ein bisschen nachsetzen. So. Und dann nehmen wir hier mal mit, was hier so alles schon angefallen ist. Das wäre das da. Der Kies muss ja drin bleiben. Und wir legen so die Schienchen noch dazu. Guck mal, die verschwinden auch gleich. Zweite Kiste. Da ist auch schon eine ganze Menge drin. Das nehmen wir alles mit. Da sind auch noch ein paar Fackeln da drin. Das hauen wir mal da rein. Wie sieht es denn kiestechnisch hier aus? Ah, ist noch Platz. Gut. Das nehmen wir uns mit. Und die Fackeln brauche ich eigentlich auch
Hier woanders. So. Mal hier den Gang schon mal zurücklaufen. Ihr seht, das macht hier schon mal ziemlich viel Arbeit für uns. Ich meine, die Tunnelbohrmaschine entlastet uns ganz stark. Das wollte ich sagen. So. Das nehmen wir gleich mit. Oh, jetzt haben wir keinen Platz mehr. Dann warf man, glaube ich, erstmal die Erde raus. So, weil Ellorium müssen wir mitnehmen. Davon haben wir so wenig. Das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. So, wir sind wieder zurück. Gehen in. Ne, wir waren nicht zurück, wir waren nur in der, irgendwo mittendrin. Und hier könnte man nochmal die Lavapumpe laufen lassen. Machen wir gleich. So, pass mal hier. Ja, das geht aber jetzt zur falschen Basis, oder? Das geht zur Hauptbasis. Wir wollten ja eigentlich Bruchsteine hier einlagern. Das ist der Farbcode für die normale Basis. Jetzt egal. Komm, wir hauen das jetzt mal hier rein. Das kommt da rein. Das da, das da, das da, das. Das da. Das da. Kohle kommt da rein. Dann haben wir hier. Der Kies muss drin bleiben. So, was brauchen wir denn alles? Das brauchen wir auch. Das kommt dahin. Das brauchen wir hier nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das ganze Arzt kann erstmal raus. Das läuft jetzt zwar zur falschen Basis drüber, aber egal. So, hier, das kommt raus. Das, das, das. Die Kabel brauchen wir nicht. Gut. Nächster Rucksack. Wir machen erstmal leer. So, was brauchen wir denn nicht? Wir brauchen nicht das. Wir brauchen keinen Hebel. Das ist mein Futter. Das muss eigentlich da unten hin. So, die brauchen wir nicht. Das ist voll. Die brauchen wir nicht. Das Schwert kommt hier hin, falls wir doch mal die Monster anhaben. Pfeile habe ich genug dabei. Der Meißel kann auch raus. Die Motor brauchen wir. So, und nochmal weiter gucken. Die können schon mal drin bleiben. Die Pumpen können drin bleiben, das kann drin bleiben, die Tesserakte können drin bleiben, der Digi-Miner kann drin bleiben. Die Fackeln lagern wir mal hier drin aus. Nehmen das mal halt mal zwei Stück hier. Die können wir da reinlegen. Gut. Rüber in das Lager kann das da, Kisten können rüber. Das sind hier die Endertruhen, aber das ist die gleiche Farbcode wie hier. Gut. Den Bogen können wir erstmal auslagern, die Schere können wir auslagern, den Hammer behalten wir gerade mal. Für unsere Arbeiten hier ist der eigentlich ganz gut. So weit, so gut. Jetzt machen wir hier mit den Fackeln mal weiter. Oder pass auf, wir sind jetzt fast vorne. Dann machen wir das mal folgendermaßen. Lass mal nehmen wir das hier Ellorium hier mit. So, mal gucken, ob wir noch irgendwo was sehen. Aber wir sind ja schon da. Huch. Was? Wir gucken erstmal, ob es jetzt hier noch eine. Ah, Netpack. Gibt es hier noch eine Endertruhe mit dem Farbcode von dieser Seite? Dann brauchen wir grün. Dann nehmen wir uns zwei Kisten von drüben und färben die einfach um, indem wir jetzt hier grüne Farbe nehmen. Und die einfach hier umfarben. So. Auf den Farbcode von hier. Jetzt gucken wir nochmal nach, dass das auch stimmt. Irgendwo hier müsste die Kiste stehen, die das Ganze auslagert. Ach, hier steht sie doch. Da steht sie doch. Wenn ich jetzt die aufmache, müssten alle aufgehen. So, klappt. Super.
Nehmen wir uns die mit. Ja, das Grün können wir schon wieder raushauen, weil wir brauchen nur Platz. Und hier Lorium kann hier rein. In der Truhe nehmen wir uns gleich mit nach unten. So, jetzt fackeln wir hier erst nochmal bis hinten hindurch. Ach, Mann. So. Das heißt, wir machen hier noch gerade mal eine Pumpstation. So, wir nehmen uns mal zwei Pumpen. Mal Tesserakte. Ein bisschen Gekabel. Oh, Kabel sind nicht da. Hab ich die? Nee, doch, da sind sie. Da sind sie. So. Und ein paar Tanks. Haben wir hier einmal da eine Pumpe. Dann haben wir hier eine Pumpe. Das möchte ich aber eigentlich gar nicht. Ich möchte das so haben. So. Und zwar machen wir hier ein Kabel hin und da machen wir einen Tesserakt drauf. Und der soll Strom machen. Ja, das passt. Und jetzt holen wir uns hier noch einen Tank, zwei Tank, drei Tanks. Und hier auch drei Tanks drauf. Und dann kommt hier ein Stromanschluss dran. Und ein Tesserakt. So. Woran ich schon wieder nicht gedacht habe, ist tatsächlich diese Erweiterung mitzunehmen. Dann holen wir uns jetzt gerade noch die Erweiterungen. Und dann beenden wir die Folge, denn wir haben schon wieder die Zeit überschritten. So. Und zwar heißt die, glaube ich, Upgrades. Upgrade. Und wir wollen haben, die sind nicht da, aber wir wollen haben also doch Erweiterung. Ich sicher, dass sie Upgrade heißen. Das sind auch so viele Zeichen. Man entdeckt dann immer nicht das, was man... Ah, hier ist es. Da, guck, da ist Geschwindigkeits-Upgrade und da ist Energie-Upgrade. Die wollen wir haben. Die sehen so aus. Mal gucken, ob wir die hier bauen können. Nö. Dann holen wir sie aus der anderen Basis. Da müssten welche im System liegen. Huch. Upgrade. So, da sind sie auch schon. Guck mal hier, die müssen wir noch craften. Ich crafte mal gleich 40 Stück. Oh, wir haben keine angereicherten Legierungen mehr. Mist. Geschwindigkeitsupgrades haben wir noch. Gut, wie viel können wir da noch bauen? 10? Geht nicht. Hm. Mal gucken, ob wir Amtshilfe von der anderen Basis bekommen können. Angereicherte gibt es hier auch nicht mehr. Das Problem bei den angereicherten Legierungen ist, dafür brauchen wir diese Maschinen und die stehen eigentlich nur hier im Regal. Die haben überhaupt keinen Anschluss. Die müsste ich dann wieder anschließen. Das schaffen wir natürlich heute nicht mehr. Ja, liebe Leute, dann war es das für die heutige Folge. Ich muss mich dann mal darum kümmern, dass das stromtechnisch angeschlossen wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sag mal, da ist ja gar nichts drin. Ach, so ein bisschen, so eine kleine Pfütze war das nur. Okay. Ja, ich sag mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao. Hier ein Blick auf zwei von vielen Serien auf meinem Kanal. Schaut doch auch da mal vorbei und vergesst auch nicht zu subscriben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.